Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum zweiten Duell mit unseren Batteriemännern. Was nehmen wir? Die Schere. Die Schere. Nope. Die Schere. Nope. Mal gucken, ob er anfangen möchte. Wenn er Satellite Knight spielt, würde er auf jeden Fall anfangen wollen. Mal gucken, ja. Entweder das. Oh, eine Set nur. Ist das vielleicht einfach... Ein Falcon. Oh, gefährlich. Sicher. Wollen wir das Ding angreifen? Ja, machen wir. Oder? Also erstmal auf jeden Fall 9 Volt Blocks haben. Hätten wir natürlich, wir hätten ja auch vielleicht gucken können, ob wir einen Storm of King einfach das Ding wegsacken für kein Special Summon. Hm. Lieber nicht. Ich würde sagen, wir schnappen uns eine Fuel Cell. Ja. Also damit wir von allem ein bisschen was haben. Ist das Morphing Jar Face Down? Sicher. Aber wenn das eine Mikrozelle ist, haben wir genügend Backroll, falls er tatsächlich auch Battery Man spielt, dass wir uns schützen können. Mal gucken. Oh. Ah, Light Swans? Ja, Light Swans. Okay. Interessant. Ist ja mittlerweile schon ein bisschen interessant geworden, weil die nicht mehr so viel gespielt werden wegen den ganzen neuen Decks. Dann suchen wir uns nochmal ein bisschen Backrow zusammen. Das ist mal ganz gut gegen das Deck. Die mögen keine Backrow. Oh ja, Traps an. Oh, Wiretap. Die sind super. So sehen wir jetzt eine davon, oder? Ich würde eher Mikrozelle nehmen, aber die ist zu slow für. Also die überlebt keinen Zug mehr. Also die würden wir gar nicht gebrauchen. Dann Trapstun. Ich würde lieber Trapstun sagen, falls tatsächlich ein Phoenix Wing Wingblast wird ja manchmal gespielt. Oder Needlebug Nest. Oder Needlebug Nest kann man aufhalten. Und dann würde ich sagen, es hätten wir Triple. Und ja, dann ist der Gegner dran. Mal gucken, ob er uns gleich hier richtig fertig macht. So. Ja, ich habe überlegt, vielleicht auch noch Supply Squad. Kann man ein bisschen Karten ziehen, ne? Oh yeah, der Wolf-Draw bei ihm. Der ist ja, oh Gott. Ich hoffe jetzt, dass er keinen Dragon Ruler in der Hand hat. Aber warte mal, wie viel? Er hat ja, glaube ich, nur Wolf im Grave, oder? Ja, nur Wolf im Grave. Yay. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, Endphase! Das gefällt mir ja. Ja, der Call. Hätten wir den vorher gehabt, hätten wir ihn schon OTKen können. Einfach wieder. 9 Volt Block. Ja. Suchen wir jetzt die nächste Fuel Cell. Oder Industrial Strength. Weil dann haben wir schon 2 im Grave. Ist eigentlich egal, weil... Ja, und dann können wir die Fuel... Ach, nee. Die Fuel Cell können wir noch nicht loopen, weil wir brauchen 2 Monster. Ja, Ja, und nehmen wir die Fuel Cell mit dem Charger im nächsten Turn. Falls wir den bekommen, machen wir dann... holen wir uns einen Battery Man. Den Industrial Strength. Wir greifen erstmal an, oder? Erstmal versuchen wir, mal gucken. Vielleicht gibt es gleich einen Regenbogen-Kuriba oder so. Oder ein Gods. Hm? Nicht. Dann auf jeden Fall den Call setten und wenn wir dann den nächsten Zug noch bekommen, dann können wir ihn OTKen. Was ich eher bezweifle, glaube ich. Ich glaube, der besucht nur noch eine Karte und macht er hier uns fertig, weil wir haben auch nur 2 seriöse Backrow hier. Und der müssen wir eine Normal Summon höchstwahrscheinlich von der Layla aufhalten oder so. Naja, gar nicht. Breakthrough Skill. Wir können gucken, wenn er die Traps dann killen will, ist es uns egal. Ne? Ja. Gucken wir mal, was er antargetet. Vielleicht den Call. Das Tolle ist, wenn man sie Breakthrough skillt, dann gibt es auch den Endphase-Mill nicht. Komm, das machen wir hier. Den Core wollen wir gerne behalten. Ich glaube, er hat zu viele hässliche Monster. Also, ja, er kommt einfach nicht voran da drüben. Nein, ich möchte nicht anketten, weil wenn ich dann ankette, verpasst unser Monster das Timing, weil wir einen Wenn-Kannst-Effekt haben. Deswegen machen wir das in der separaten Kette mit dem 9-Volt-Block. Musste ich auch schon auf schmerzliche Art und Weise kennenlernen, dass er nicht so wie die Satellite Knights tatsächlich niemals sein Timing verpasst. Dann würden wir jetzt sagen, jetzt eine Industrial Strength. Und mit dem anderen holen wir uns dann nochmal noch eine Fuel Cell und das Game. Also sowas. Es sei denn, er hat tatsächlich genügend Regenbogen-Kribos. So, zeig mir den. Oder er hat Vela. Na, dann können wir bocken vielleicht theoretisch, wenn wir das möchten. Okay. Mit ihm suchen wir jetzt Fuel Cell, oder? Ja. Und dann zeigen wir, warum eigentlich 2 M7s in diesem Deck eigentlich sinnvoll wären. Weil man tatsächlich eigentlich so viele M7s aufs Feld knallen könnte, dass man am Ende ja 2 M7s hat und 2 Fuel Cells. So. Gehen wir erstmal in den ersten M7. Eine Fuel Cell auch nicht. Hm? Ja, und eine Fuel Cell, genau. Holen uns die aus dem Grave wieder zurück. Und machen weiter. Oh, wir können sogar theoretisch einfach den Call und Lila poppen mit Industrial Strength, wenn wir möchten. Wollen wir das?
ist noch einfacher. Müssen wir nicht die letzte Fuel Cell nutzen. Oder warte mal, wir haben glaube ich... Ah, wir haben noch zwei Battery Mans im Grave. Okay, dann geht das nicht. Lila zurückbouncen ist auch nicht schön. Na gut, machen wir. Aber wahrscheinlich hat er irgendwas zum Aufhalten. Kann ich mir vorstellen. Gucken wir mal. Ja, er hat irgendwas. Irgendwas will sich da aktivieren in der Hand. Mal gucken. Na? Willst du den Regenbogen-Kribo geben? Er hat weniger Death. Mit dem greifen wir zuerst an. Ganz, ganz wichtig. Aber er braucht ja zwei Regenbogen-Kribos, um das zu schaffen. Ja. So, hat er noch einen zweiten? Nein, hatte nicht. Ja. ich glaube, der Gegner hatte drüben auch eine etwas schlechtere Hand. Er kam nicht voran, vor allem er hat ja auch, wie wir gesehen haben, mit der ersten Solar Recharge auch einen Wurf abgeworfen, weil er hätte einen Triple Wurf oder so in der Hand oder ein paar Felices auch. Aber ja, wie man sieht, Spammen geht mit dem Deck ziemlich einfach und hätten wir tatsächlich noch einen zweiten M7, hätten wir noch einen M7 machen können, dann noch eine Fuel Cell abdetachen können und die wieder specialen können. Also Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben, vielleicht überlegen wir uns noch einen zweiten M7, vor allem weil wir auch mit einem Omega, kann man den nochmal drüber legen, falls man den tatsächlich mal macht. Okay, ich hoffe, euch hat das Duell heute gefallen. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten. Bis dahin, tschüssi.